Die Ruhestätte der Urahnen. Wir sind die Geister der Gefallenen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Ariad zu bewachen, in dem der Weltstein ruht. Nur wenige sind würdig, seine Gegenwart zu schauen, und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Bevor ihr hier eintretet, müsst ihr uns besiegen. Spiritueller Präsenz den Zutritt zur Kammer. Nur ihr, Sterblicher, habt nun die Macht, Baal zu besiegen. Baal bedroht den Weltstein und damit das Reich der Sterblichen selbst. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er die volle Kontrolle über den heiligen Stein an sich reißt. Kontrolliert Baal den Stein erst einmal, könnt ihr die Grenzen zwischen dieser Welt und der brennenden Hölle zerschmettern und den Horden der großen Übel so ermöglichen, sich wie eine unaufhaltsame Flut in das Reich der Sterblichen zu ergießen. Falls ihr euch als schwach erweist, könnte dies das Ende der Welt bedeuten, die ihr kennt. Ihr dürft nicht scheitern. Unmöglich. Ich kann nicht. Unmöglich. Ich wusste, die Urahnen würden euch für würdig erachten, die Geheimnisse des Berges Ariad zu erfahren. Und nun haltet Baal auf, bevor er alles vernichtet, was heilig ist. Seid gegrüßt. Die Urahnen im Kampf zu bezwingen, das ist wahrlich eine Meisterleistung. Das bedeutet hoffentlich, dass ihr zum Kampf mit Baal bereit seid.
Ja. Ihr habt euch vor diesen Menschen als würdig erwiesen. Sie betrachten euch als ihren Krieger, ihren Helden. Ja? Ihr steht als würdiger Held vor mir. Und ihr seid die letzte Hoffnung unseres Volkes. Macht eure Sache gut, Krieger. Ja? Die Urahnen haben euch geehrt. Und so wollen auch wir es tun. Aber meine Zweifel euch gegenüber sind nicht ausgeräumt. Kann ich euch helfen?